Und dann hat sie einfach aufgelegt. Typisch Henriette. Nimm dir das bloß nicht so zu Herzen. Die hat sich seit Monaten nicht bei mir gemeldet. Dann mache ich den ersten Schritt, rufe sie an. Und was macht sie? Na ja, deine Mutter will dich weich kochen. Sie will, dass du dich von Tom trennst. Da kann sie lange warten. Gut. Besonders zu empfehlen ist der Vorspeisenteller. Danke für den Tipp. Ach, dann müssen wir jetzt mal hier. Ja, normalerweise gehe ich mal in dieses Fischrestaurant in Meerbusch. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Hallo, Charlie. Grüß dich, Bernhard. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Darf ich vorstellen? Charlie Schneider, ihr gehört das Lokal. Andreas Goldmann, ein Studienfreund. Angenehm. Er macht die Urlaubsvertretung für Dr. Bender. Ah ja, und wo arbeiten Sie sonst? Ich habe eine eigene Praxis, die wird nur leider gerade renoviert. Wir haben nicht reserviert. Ist das ein Problem? Nein. Angelo, ja. Tisch 8 ist noch frei. Ist frei, ja. Wenn Sie mir folgen würden. Du bist doch mit, oder? Wenn ihr nicht die ganze Zeit über Krankheiten sprecht. Keine Sorge. Das ist doch die Malerin Kim Reuter, oder? Ja, Sie kennen sie? Ja, ich war in ihrer letzten Ausstellung. Ein großes Talent, wenn Sie mich fragen. Sie interessieren sich für Kunst? Ja, sehr sogar. Ah. Galerie Schneider, aber da war ich doch schon mal. Das kann nicht sein. Doch. Ich würde mich doch an Sie erinnern. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, hervorragend, wie immer. Vielen Dank. Das freut mich. Darf es noch ein Dessert sein? Nein, danke. So, willst du da schon gehen? In 10 Minuten schließt das Parkhaus. Wie die Zeit vergeht. Schade, ich hätte noch so gerne erfahren, warum Sie Ihre Galerie aufgegeben haben. Aber ich brauche morgen früh meinen Wagen. Ja, das kann ich Ihnen gerne ein anderes Mal erzählen. Gut, ich komme gerne darauf zurück. Die Rechnung dann bitte. Gerne. Nein, Bernhard, das geht auf mich. Och, Charlie. Dann muss ich mich mal revanchieren, okay? Mhm. Angelo, ich hätte gerne noch ein Espresso, bitte. Ich auch, ja. Natürlich gerne, danke. Also, danke für den reizenden Abend. Es war mir ein Vergnügen. Ja, gut, tschüss. Tschüss. Wiederschauen. Tschüss, mein Lieber. Bis morgen. Tschüss. Nett, dieser Goldmann, was? Ja, ein sehr sympathischer Mann. Und gut aussehen tut er auch. Oliver? Ach komm, Charlie, gibst du stehst auf den. Wie kommst du denn darauf? Das war ja wohl offensichtlich, Charlie. Ja, der ist in gewisser Weise mein Typ. In gewisser Weise. Also gut, gefällt mir. Der ist sicherlich verheiratet, oder? Ja, das lässt sich machen. Morgen schon. Eigentlich kein Problem. Aha. Bis dann, Charlie. Ich würde sagen, deine Tante ist auf der Pirsch. Erzähl. Sie hat mich gebeten, ihr bei Goldmann zu helfen. Du meinst, das wird was? Wie, warum nicht? Er ist geschieden und soweit ich weiß, ist er solo. Ja, super, wenn das klappen würde. Hm? Was hältst du eigentlich von Goldmann? Ach, der scheint doch okay zu sein. Okay, mir geht sein Kunstfilm auf den Keks, aber Charlie kann man mit sowas ja beeindrucken. Auf jeden Fall geht sie ganz schön ran. Schüchtern ist sie keinesfalls. Das glaube ich auch nicht. Meine Mutter hat schon immer über ihren Männerverschleiß gelästert. Deine Mutter riecht sich über alles auf. Ist mir nicht so einfach auf Anhieb, den idealen Partner zu finden. Finde ich übrigens echt lieb von dir, dass du Charlie helfen willst. Das ist doch selbstverständlich. Ja, ohne Charlie wäre ich nie Bernhards Teilhaber geworden. Und wie sieht jetzt dein Ein-Engel-für-Charlie-Plan aus?